Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier bei uns im Garten, hier auf der Terrasse. Hinter mir ist noch Garten, so da hinten ist Wald und Vogelgezwitscher, kann man es hören? Ich habe keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall hier richtig chillig, wieder jetzt zu Hause zu sein. Ich freue mich endlich. Ich bin seit ungefähr jetzt vielleicht 12 Stunden wieder zu Hause, oder? Ja, haut sogar hin. Es ist 15 Uhr gerade, exakt 15 Uhr. Ich bin um 3 Uhr nachts ungefähr hier wieder angekommen zu Hause. Ja, gut, vor 12 Stunden bin ich wiedergekommen. Wo war ich denn? Ich war in Schweden. Was habe ich in Schweden gemacht? Wir hatten dort ein Handballturnier. Und zwar den Partille Cup. Das ist, glaube ich, das größte Jugendhandballturnier der Welt. Und was wir da Ganze gemacht haben und so, das werde ich euch in diesem Video mal so erzählen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie nach Schweden hinkommen. Das heißt, Sonntag sind wir mit dem Bus hier morgens um 6 Uhr, beziehungsweise mit den Komplikationen, mit den Sachen und so, mit mitnehmen im Bus und so, um 7 Uhr morgens losgefahren und waren circa um 7 Uhr abends wieder da. Wir sind 12 Stunden lang durchgefahren, auf der Rückfahrt genauso. 800 Kilometer, zweimal Fähre. Wovon die Rückfahrt am witzigsten war. Sonntag, wie gesagt, auf jeden Fall nach Schweden hingefahren mit dem Bus. Und Busfahrt war relativ kacke, beziehungsweise, was heißt kacke? Ich finde halt scheiße, so eine lange Tour. Ich bedenke mir immer 4 Stunden nach zur Ostsee fahren. Boah, nee, ne? Aber wenn du dann mal hier in diesem Bus sitzt, vergehen 4 Stunden total im Flug. Und ja, Sonntag konnten wir dann halt auch nicht mehr so wirklich viel machen, weil wir halt abends da waren. Wir haben uns da die Schule, wo wir übernachtet haben, nochmal so ein bisschen angeguckt. Und das Gelände hatten da dann noch auf so einem kleinen Platz Basketball und so gespielt. Weil da so ein Basketballplatz war mit Fußball irgendwie drin. Also so ein eingezäunter Bereich mit Fußballtoren und Basketballkörben war ganz cool. Keine Ahnung, warum ich das jetzt erzähle, aber ich hab's jetzt erzählt. Auf jeden Fall, Montag haben wir uns dann so ein bisschen die Stadt angeguckt. Göteborg war, also in Göteborg war das Handballturnier der Partille Cup. Und ich muss sagen, Göteborg ist meiner Meinung nach wirklich eine richtig schöne Stadt. Außer halt der Teil, wo halt Leute von der Polizei mitgenommen wurden, weil sie in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken haben. Genau, in Schweden darfst du in der Öffentlichkeit kein Alkohol trinken. Auf jeden Fall waren wir am Montag dann irgendwie noch halt schwimmen. Wir sind so mit dem Schiff aus dem Ortsteil Saltholmen, glaube ich, mit dem Schiff irgendwie ein bisschen gefahren, so ein bisschen hin und her zu so einer etwas kleineren Insel. Konnten da dann ein bisschen schwimmen gehen in so einem mini kleinen Bereich, der gefühlt so groß ist wie unser halber Garten. Wir haben echt einen großen Garten und in dem Teil konntest du halt ein bisschen schwimmen und wir sind vom Steg gesprungen, also was, keine Ahnung. War auf jeden Fall richtig cool. Dienstag sind wir dann auf jeden Fall direkt morgens, keine Ahnung wie viel Uhr, aufgestanden. Auf jeden Fall irgendwas um 7 Uhr, weil wir um kurz vor 10 unser erstes Spiel hatten gegen irgendeine Mannschaft, die ich nicht ausspreche, irgendwie URED, also URED. Handball und dann auf diesem A vom Hand so ein komischer Kreis drauf. Keine Ahnung, was das bedeutet oder so. Auf jeden Fall haben wir gegen die halt verloren mit 11 zu 20. Die waren später auch in der Tabelle auf Platz 1. Wir waren, glaube ich, Vorletzter oder so. Aber wir haben echt, glaube ich, 3 oder 4 Spiele gespielt, die wir hätten gewinnen können, aber leider nicht gewonnen haben. Das heißt, das erste Spiel haben wir verloren mit 11 zu 20. Und dann haben wir im nächsten Spiel richtig Gas gegeben und haben dann in dem Spiel gegen Fjellhammer IL2 19 zu 19 gespielt. Waren wir echt froh drüber, weil wir lagen, glaube ich, irgendwie 2, 3 Tore hinten und haben es dann noch in den letzten 2, 3, 4 Minuten noch geschafft, wieder aufzuholen. Und anstatt zu verlieren, halt ein Unentschieden. Und das ist halt besser als ein Spiel zu verlieren, ne? An diesem Abend war dann auch noch die Eröffnungsfeier, das heißt, alle Länder, die irgendwie da waren bei dem Turnier. Und da drin wurde dann halt die Eröffnungsfeier gefeiert mit Ländern halt, die dann da waren und so. Und dann dachte ich auch schon so, wann kommt denn Deutschland? Haben uns halt gewundert. Es kamen alle möglichen Länder, China, Russland waren schon alle da gewesen. Dann wurde halt immer so ein Video auf so einer großen Leinwand halt gezeigt, wo dann halt so Landschaftsaufnahmen gezeigt wurden von dem jeweiligen Land, vielleicht so von 6, 7, 8 Ländern. Dann wurde dann 10 Minuten so gesehen dann gefeiert zu diesen verschiedenen Ländern. Und irgendwie so, kommt Deutschland überhaupt noch oder sind wir so wenig von Deutschland, dass wir gefühlt nur wir da sind und dann das gar nicht gefeiert wird. Wir waren als drittletztes dran, als letztes war Schweden, vorletztes war Finnland, drittletztes war Deutschland, war schon echt, hab ich schon gedacht, oh wow. Was dann halt noch größer so gesehen gefeiert dann wurde und als Deutschland dann dran war, boah, da sind, ist echt bei uns hier die Menge abgegangen, weil bei uns war, glaube ich, dann der Bereich, wo dann mehrere von den Deutschen saßen. Und da sind wir richtig abgegangen. Ich habe das Ganze auch gefilmt, ich blende euch das mal ein.
by a team from the walk-in category in the para-handle division of Parkland Cup. Please, give it up for the hosts, Mittwoch auf jeden Fall haben wir dann das letzte Spiel gegen Moskau gespielt, irgendwie um 9 Uhr. Das heißt, wir mussten irgendwie gefühlt um 6:30 oder 6 Uhr aufstehen. Frühstücken, essen, macht keinen Sinn. Aufstehen, essen, wenn man schnell macht, 45 Minuten. Mit dem Zug, also mit der Straßenbahn, wo ich mit diesem Bändchen, mit diesem Partilika-Bändchen kostenlos fahren konnte. Dreiviertelstunde fahren, Viertelstunde Platz suchen. Heißt, eine Stunde ging darauf von drauf. Durch das Hinfahren und den Platz suchen, frühstücken und so dreiviertel Stunde ungefähr und ungefähr Stunde vor Spielbeginn da sein, dann musst du halt, wenn du um 9 Uhr Spiel ist, um 6:30 aufstehen, ne? In Moskau dann, da wir durch dieses Spiel davor schon eigentlich richtig viel Motivation gesammelt hatten und wussten, Moskau wird ein harter Gegner, haben wir auch wirklich zuerst gut gespielt. Wir haben erst mit 3 Toren oder so geführt oder 2. Hat dann leider nicht ganz so geklappt und dann ging das Spiel leider 20-19 für Moskau aus. War relativ schade, weil wir das Spiel halt davor, also am Tag davor das Spiel, unentschieden gespielt hatten und da aufgeholt hatten. Und da dann jetzt so gesehen, dass andersrum passiert ist, dass sie dann ein Tor kurz vor Spielende dann halt gewonnen haben. Auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, yo, müssen wir was reißen. Die nächste Mannschaft wird auch hart. Und dort haben wir dann das zweite unentschieden gespielt. Das heißt, wir hatten 2 Spiele verloren, 2 unentschieden. Das heißt, wir hatten 2 Punkte und waren vorletzter Platz. Der letzte Platz hat in der kompletten Gruppenphase nicht einen Punkt geholt. Doch, haben sie, indem sie gegen uns gespielt haben oder unentschieden gespielt haben. Aber die hatten dadurch dann halt einen Punkt gehabt und wir hatten 2 Punkte. Also da waren wir immer noch vorne, also vor denen. Donnerstag waren dann auf jeden Fall dann die letzten Gruppenspiele, die wir dann leider wirklich beide verloren haben. 1 mit 6 Toren und 1 mit 4 Toren. Einmal 10-16, einmal 12-16, beide verloren. War relativ schade, waren aber auch wirklich sehr, sehr starke Gegner, genau wie gegen das erste Spiel. An dem Abend haben wir uns dann auch noch so, also unsere Betreuer hatten sich von zu Hause, also von hier aus, hatten sie Google Maps und so halt ein bisschen nachgeguckt, was da vielleicht noch so gibt und so allgemein. Und sie hatten einen See gefunden und dann sind wir da zu viert, also ein Betreuer und dann noch wir zu viert, die anderen wollten nicht mitkommen, haben wir geguckt, ob da dieser See ist und haben wir gedacht, können wir am nächsten Tag zum See gehen, was wir übrigens nicht mehr gemacht haben. Aber wir sind dann dadurch zu diesem See gegangen, haben diesen See gesucht, haben noch irgendwelche Leute gefragt. Übrigens auch mal wieder komplett komisch für mich, auch in Läden zu gehen und Englisch zu sprechen. Das ist für mich so komisch. Eigentlich bin ich so in Englisch an sich bin ich gar nicht so schlecht, finde ich. Aber dann das in Real Life dann noch zu sprechen, ist dann wirklich wieder was komplett anderes und finde ich dann auch viel schwieriger, als wenn man jetzt einfach, keine Ahnung, das in der Schule halt hat. Auf jeden Fall sind wir dann zu diesem See gegangen, haben diesen See auch gefunden und sind dann, weil wir keine Schwimmsachen mitgegangen hatten, einfach so in den See gesprungen. War auch richtig witzig eigentlich, weil wir dann da so ein bisschen gammeln konnten, mussten dann uns irgendwie wieder trocknen, weil wir halt nichts zum Abtrocknen hatten und keine Ahnung, es war auf jeden Fall ziemlich witzig mit den anderen dann auch. Und ja, Freitag auf jeden Fall war dann so gesehen die K.O.-Phase, also 32. Finale, 16. Finale, Achtel, Viertel, Halb und Finale. Okay, das Halbfinale und Finale waren dann noch am Samstag. Aber Freitag hatten wir dann 2 Spiele gegen eine Mannschaft, die hieß Tromsø HK1. Nicht schlechter Name. Haben wir 22-12 gewonnen. Boah, war das geil. Unser erstes Spiel gewonnen, obwohl am Tag davor, nee, 2 Tage davor bei dem Unentschieden nach dem Moskau-Spiel, wo wir mit 6 Toren hinten lagen, also gegen RPIF2 am Mittwoch, das zweite Spiel, lagen wir zuerst 1-6 hinten und haben das Spiel später noch mit 17-17 beendet. Ich glaube, wir haben uns noch nie bei einem Spiel so hart gefreut wie bei dem Spiel. Vor allem, weil das auch wirklich, wirklich schwere Gegner waren. Ich glaube, die waren später irgendwie Platz 3 oder Platz 2, glaube ich. Und gegen die dann noch unentschieden zu spielen, war für uns wirklich richtig geil. Auf jeden Fall Freitag, wie halt gesagt, das 32. Finale gegen Tromsø HK 22-12 gewonnen, haben wir uns auch gefreut. Fanden wir richtig geil, weil wir dachten, geil, vielleicht kommen wir doch noch weiter, ne? Nächstes Spiel gegen KA, wir dachten zuerst, okay, ist noch nicht festgelegt, geht man drauf, ah ne, KA ist Island, 14-20 verloren. Schade, schade, Marmelade, aber ist nun mal so. Ist dann halt im 16. Finale rausgeflogen. Wir sind so gesehen als männliche C-Jugend da angekommen. Also
Boys 15. Die Gruppe über uns ist mit Boys 16 da gekommen. Die haben noch das Achtelfinale mitgemacht, da haben sie dann verloren. Unsere weibliche C-Jugend ist auch irgendwie, glaube ich, im 16. oder Achtelfinale rausgeflogen. Aber unsere weibliche A-Jugend hat es dann sogar noch geschafft. Oder weibliche B-Jugend, ich glaube weibliche B-Jugend hat aber bis 18 Jahren, also mit ganzen Spielern bis 18 Jahren noch gespielt und sind bis ins Halbfinale gekommen, haben da verloren. Und halt das Halbfinale war halt am Samstag, wo wir sogar wieder nach Hause gefahren sind. Aber Freitag, wo die abends um 20 Uhr einfach spielen mussten, wir dachten, wir müssen immer nur vormittags und mittags so spielen, aber die mussten einfach dann noch, hatten glaube ich 4 Spiele am Tag, mussten abends um 20 Uhr spielen und dann unentschieden. Was kommt? Verlängerung. Gegner hat Anwurf. Boah, zack, verworfen. Und dann unsere Mannschaft, also aus unserem Verein, rübergelaufen, irgendwie was, haben gekämpft. Und dann in der letzten Sekunde oder irgendwie halt so gerade noch so über die ganzen Leute drüber gesprungen, zack, in die Ecke. Boah, haben die sich gefreut, dass sie, boah, das war wirklich so geil. Da haben die, glaube ich, gefühlt 10.000, 30.000 Bilder von gemacht, die auch alle auf Instagram sind von unserer Vereinseite, die ich jetzt hier mal nicht nenne. Aber, wow, ich habe jetzt ganz gesagt, gegen wen wir gespielt haben. Ist jetzt voll einfach herauszufinden, was für eine Mannschaft wir sind. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es herausgefunden habt. Auf jeden Fall hatten dann die B-Mädchen dann doch noch geschafft, bis ins Halbfinale zu kommen. Da haben sie dann leider verloren. Aber an dem Tag mussten wir halt auch noch nach Hause fahren. Wenn sie noch weiter gekommen hätten, wären wir erst nicht um 3 Uhr nachts nach Hause gekommen, sondern keine um 4, 5 Uhr morgens. Das wäre auch scheiße gewesen. Aber an sich so jetzt das Turnier und die Stadt und so und wie ich spielen an sich fand, war wirklich richtig cool, fand ich richtig geil da. Ich habe glaube ich nichts mehr großartig zu sagen. Wir sind halt dann abends noch nach Hause gefahren. Auf dem Boot war gut, auf dem Schiff war später, auf der Fähre war noch später gute Stimmung und so. Und ich habe jetzt hier in diesen 30 Takes hier, glaube ich, seit bestimmt 30 bis 45 Minuten, habe jetzt in der Zeit eine 0,75er Flasche Vitamix-Leer getrunken. Ich wusste gar nicht, dass es solche vollen Flaschen gibt. Aber die ist jetzt auch leer. Und ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, und ich glaube, ich habe nichts mehr großartig in diesem Video zu sagen. Ich habe die ganze Zeit noch hier mal zwischendurch Videos eingeblendet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen hier jetzt. Es geht so irgendwie jetzt 15 Minuten. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange gefühlt hier ein Video hochgeladen. Mit Informationen auch noch zugeballert. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr bei euch freuen. Und es werden jetzt die Tage wieder B-Docs kommen. Ich habe morgen Geburtstag und ich werde dann auf die darauffolgende Woche, also ab dem 16. werde ich meine Woche lang Daily Vlogs machen. Habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen. Und das sollte möglich sein. Ich habe Ferien. Es sollte, glaube ich, nicht so schwer sein. Ich habe da selber persönlich auch wirklich Bock drauf. Und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über positive Bewertung natürlich sehr freuen. Und das war's. Wie gesagt, haut rein und ciao.